Wer seid ihr denn? Finger, das Fangen unserer heimlichen Fröschel ist ein leichtes, aber der Weg des Essens ist lang und voller Tücken. Aber Meister Quel, unsere Frösche sind göttlich, Mampf. Noch nie sind saftigere Frösche begegnet als hier bei uns. Dass du dich mit unseren Fröschen zufrieden gibst, zeigt nur deine Unerfahrenheit. Die Welt ist groß und voller essbarer Dinge, die echt zu verspeisen gilt. Lerne neue Länder und ihre Spezialitäten kennen. Spezialitäten. Ich muss jetzt so in Gedanken dreimal über das Wort drüber lesen, was da überhaupt steht. Spezialitäten. Scheiße. Lerne neue Länder und ihre Spezialitäten kennen. Die Welt des Essens ist groß. Es gibt auch noch andere Länder. Daran habe ich noch nicht gedacht. Mit noch saftigeren Fröschen als hier? Mahlzeit! Frösche sind die Leibspeise des Q-Volks. Andere Länder, andere Schütten, andere Frische, andere Köche. Wir Qs leben auch auf anderen Kontinenten, verteilt über den ganzen Globus. Kennst du erstmal den Geschmack anderer Frösche, wirst du ganz von selbst den Weg des Essens beschreiten. Die haben hier so viele SCA wie möglich reingewämst, oder? Kann das sein? Reisender, würdet ihr China mitnehmen und ihm ein wenig die Welt zeigen? Solange es etwas zu essen gibt, wird er keine Probleme machen. Okay, je mehr Verrückte, desto besser. Gibt es da auch viele Frösche? Naja, es gibt auch vieles auf dieser Welt, das um einiges besser als Frösche schmeckt. Besser als Frösche? Unglaublich, das muss ich alles probieren. Ich komme mit. Wie soll man diese Punkte eigentlich immer vertonen? Ich habe mich das schon mehrfach gefragt. Was ist denn los, Vivi? Der Chefkoch da, der sieht fast genauso aus wie mein Großvater. Der sieht deinem Opa ähnlich? Dieser Meister Quel oder wie der heißt? Ja, vielleicht kennt er ja meinen Großvater. Sieh dann, ich gehe ein bisschen mit ihm reden. Schweigen? Okay. Als Schweigen über. Na ja, gut, aber Schweigen, ich würde es eher so als. So als. Ne? Was gibt's? Habe ich vielleicht etwas im Mundwinkel? Nein, aber kennst du meinen Großvater Quan? Einen alten Tatterkreis, der so heißt, kenne ich nicht. Großvater Quan war wirklich etwas merkwürdig, aber woher kennst du ihn? Das kann ich dir nicht sagen. Großvater Quan sah fast genauso aus wie du, Meister Quel. Natürlich, wir Qs sehen alle gleich aus. Weißt du echt nichts über ihn? Nein, ich habe wirklich keine Ahnung. Ja, sehr verdächtig. Komm, Vivi, da kann man nichts machen. Na gut. Aber noch mal rumdrehen, ne? Noch mal gucken, ob dem wirklich so ist. Ein bisschen misstrauisch, der Kleine. Naja, darf er ja sein. Nein, ich wollte nicht. Ah, ich wollte nicht noch mal rein. Na, okay, wir gucken noch mal. Vielleicht hat er hier noch irgendwo was zu mampfen. Oder so. Hast du noch was? Konnte Quina mit den Frösche fangen schon viel Erfahrung sammeln? Nein. Frösche fangen vor allen Dingen. Nö, okay, gehen wir da raus.
So, oh Gott. Bin ich hier nach oben irgendwie? Hallo? Nach unten? Komisch. Oh. Komisch gemacht ein bisschen, aber okay. Ja, halt sehr dichtes Gras, ne? Also hier geht's auch. Huch! Hier gibt's Random Encounter? Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Frösche oder was? Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass hier Random Encounter kommen. Aber okay. Was seid ihr denn? Sind das Frösche? Fressen. Karpfenkröte. Muss schwächer werden. Okay. Muss schwächer werden. Oh. Ups. Ich probier's nochmal. Autsch. 27 Damage. Ja gut, und wenn er tot ist, ist es ja auch nicht so schlimm, ne? Ich hab das jetzt. Muss schwächer werden. Ja, den macht ihn immer tot. Wüsst jetzt gerade nicht, wie ich ihm weniger Schaden zuschüttel. Wir sind mit Vivi. Level up. Für sie dann. Oh, und jede Menge Kohle wieder. Na gut. Hier rein oder da lang? Gehst du mir hier lang? Achso, hier kommen wir wieder nur zu den Mokris. Dann gehe ich doch erstmal hier rein. Um mal ein wenig zu luschern, wo wir denn jetzt hier hinkommen. Wahrscheinlich nur nach oben, ne? Da komme ich doch bestimmt wieder zu dem Haus von den Qs. Ja, ne, hier hin. Zidane, darf ich noch ein paar Frösche fangen? Mom? Schon wieder? Ja gut, aber beeil dich. Vielen Dank. Gefangene Frösche 0. So. Ich hab einen. Erwachsene Frösche Menschen. Ja. Den goldenen da. Das wäre mal was, oder? Der an Land kommt? Ich weiß halt nicht, ob der an Land kommt. Ach. Verdammt, er ist zu schnell. Froschkönig, ja! Wir haben den Froschkönig gefangen. Ich sehe, du bist fleischig, Queener. Du bist auf dem besten Weg, die Geheimnisse des Elchens kennenzulernen. Hier, das schenke ich dir. Jadesteine erhalten. Cool. Hab Dank, Meister Quill. Ich werde nicht aufgeben, bevor ich alle Geheimnisse entdeckt habe. Okay. Ich darf noch mehr Frösche fangen. Ich habe den Froschkönig gefangen. Da bin ich ja happy drüber. Dankeschön. Da kam ein GG im Chat. Komm her! Bin zu langsam! Oder die sind zu schnell, ich weiß es nicht. Da komme ich nicht ran. Hier geblieben. Ein wachsendes Froschweibchen. Froschweibchen. Kann man die eigentlich alle wegfangen? Wahrscheinlich nicht, ne? Hier geblieben! Achte darauf, dass du mindestens einen männlichen und weiblichen Frosch in den Sumpf leben lässt. Ansonsten verbaust du dir später was. Oh, das weiß ich. Woran sehe ich denn, was männlich und was weiblich ist? Achso, wenn man sie fängt, ne? Kann man ja sagen, willst du behalten oder nicht. Und, Queener, bist du bedient? Gar nicht so schwer, die Frösche hier zu fangen. Hab genug. Einer muss noch gehen. Ja, hab genug. Okay. Dann lassen wir es dabei. Judy. Das reicht ja auch, ne? Wir haben den Froschkönig und das ist schon mal viel damit getan. Würde ich sagen. Komm ich hier nach oben noch irgendwie? Nee. So, hier geht's nicht weiter.
Okay. Dann, ja, gut, geht's hier weiter. Mit dem nächsten Kampf. Wer greift denn da an? Was bist du denn? Was seid ihr denn? Axolotl oder wie die Viecher heißen, oder? Sehen so ein bisschen so aus. Drakulurch. Meine Fresse, so schwer ist der Name doch gar nicht. Fressen. Probieren wir mal. 104 Damage. Und tot. Verdammte Scheiße. Nee. Muss schwächer werden. Freya. Freya kann nochmal angreifen. Also Vivi und sie dann. Vivi und Freya können angreifen. Ai. Au. Du miese Sau. Technik? Wie kann ich ihn denn... Ach hier, Abwehr. Fressen. Muss schwächer werden. Angriff. Freya. Abwehr. Scheiße. Aua. Fressen. Blödes Vieh. Muss schwächer werden. Du sollst ihn doch angreifen. Wie viel mal soll ich denn das noch sagen? Oh fuck, ich glaube, wir gehen drauf. Autsch. Da weicht er noch aus, der Penner. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich habe ein Problem. Nasshauch. Hier? Nein, nicht mich umbringen, bitte nicht. Oh Gott. Ja, Sprung, stimmt. Hätte ich machen können. Uff. Alter, das war knapp. Das war richtig knapp. Und ich krieg so gut wie keine XP dafür. Boah, eine Frechheit. So, ich sollte die mal dringend wiederbeleben. Zum Glück habe ich ein paar Phönixfedern. Aua. Boah, wie fies, ey. Warum hat die High Potion ihn jetzt nicht komplett geheilt? Heilt HP um 450 Punkte, Effektivität fällt im normalen Modus. Das heißt, wenn ich den im Kampf das Ding gebe, dann wird der besser geheilt? Das ist ja auch... Na, okay. Ja, gut. Achso, ich muss ja auch Freya noch heilen, ne? Habe ich noch irgendwas anderes außer das eine Item, das ich noch habe? Nee. Okay, wir gehen raus. Versuchen rauszukommen, ohne noch Schaden zu nehmen jetzt. Ich hoffe, es kommt nicht noch ein Random. Weil draußen kann ich zelten. Komm schon. Oh Gott. Ein Glück. Haben es rausgeschafft. Das hätte ganz schön böse ins Auge gehen können. Da hinten ist mein Kollege. Hallo. Einmal zelten bitte. Ausruhen. Hast du bei Quina schon Ability ausgerüstet? Ich glaube. Ach nee, habe ich noch nicht. Nee. Warte, gucke ich gerade. Dass man das auch noch machen muss. Mond. Mehr hat er nicht. Hat bestimmt noch keine Items angelegt, ne? Er hat eine Gabel? Wow. Armreif, Lederarmreif oder Kristallarmreif. 10, 7. Den hier.
Seidenhemd. Anders haben wir eh nicht. Hier haben wir nichts. Okay, Abilities. Anlegen. Das war's. Okay, nur einen bekommen. Na gut. Besser als nichts, ne? So. Okay, wir speichern nochmal. Speichern, speichern. Ich speichere Kupo. Eieieiei. Boah, das war aber auch knapp, ey. Junge. Puh. Hätte uns jetzt irgendwie eine halbe Stunde gekostet. Bis zum nächsten Mal, Kupo. Rast der Qs. Mhm. So, jetzt sind wir wieder mit unserem Schokobo unterwegs. Können wir mal gerade ein bisschen gucken hier, wo wir genau hin müssen. Hier war doch irgendwo der Eingang, ne? Ach, der ist jetzt da. Komme ich da drüber? Nein, ich komme wegen einem Pixel komme ich da nicht rüber. Das ist aber eine Frechheit. Oh. Na gut. Haben wir hier auf der Karte noch irgendwas? Wir haben hier die Grotte. Aber hier drüben war da auch noch ein Eingang. Hä? Also wir müssen eigentlich hier hin, ne? Wir müssen zu Gizama Lucas Grotte. Aber hier drüben war noch ein Tor. Da muss ich erst mal gucken, was das war. Lasst mal kurz da hinschauen. Zumal es ja nicht auf der Karte verzeichnet ist. Möchte ich schon ganz gerne wissen, was ist das? Bibi! Was bist du? Es hat gerade gequietscht. Schokobo. Darf ich runter? Krähe? Krähe? Nö. Sag mal, wenn man auf der Karte mit dem Schokobo auch buddeln kann, kann man auf der Karte buddeln? Also auf der freien Karte kann man hier buddeln oder braucht man dazu nochmal ein Item? Weil ich konnte das ja jetzt gerade und er hat ja nur Krähe gemacht, also ganz weit weg. Oder nichts in der Nähe, so rum. Sollte man das dann mehrfach probieren? Und was ist das jetzt hier? Fragezeichen. Mal gucken. Ah, hier sind wir. Da gibt es Schatzkarten aus den Schokobo-Wäldern. Ah, okay. Hier waren doch Kollege Schnürschuh und Dingens. War ich hier schon mal? Die Kiste ist offen. War ich hier schon? Hä, ich kann mich daran erinnern, dass unsere Kollegen hier schon mal waren. Aber ich war doch hier noch gar nicht. Ich bin doch noch gar nicht hier gewesen. Ich konnte doch noch gar nicht hierher gehen. Hä? Ah ja. Warte. Wo? Was liegt denn da? Prallmeier. Oh, Kaffee. Wir haben Kaffee gefunden. Und noch was. Was? Nein, scheiße, ich konnte es nicht lesen. Ah, Mist. Ach, heilen wahrscheinlich, ne? Komplette Heilung der HP und MP. Ah, alles klar. Wir haben den Prallmeier gefunden. Ein Kaffee. Den können wir zu dem Opa bringen. Geht das noch? Komme ich zu dem Opa noch hin? Das muss ich probieren. Das heißt, ich müsste jetzt quasi nach Lindblum zurück. Aber warte mal. Der Opa war doch in Dali gewesen. Und Dali ist doch hier oben. Da komme ich doch... warte mal. Wo war denn Dali? Ometia? Da ist Dali. Aber nach Dali komme ich jetzt nicht, ne? Da komme ich jetzt gerade nicht hin, weil das Tor ja auch kaputt ist. Da müsste ich mir quasi das später für später aufheben. Wenn ich dann eventuell wieder dahin reisen kann. Hm? Oh nein. Nichts lesen. Mal gucken. Vielleicht ist hier doch irgendwo was, was ich so finde. Wahrscheinlich aber nicht, ne? Oh, hier ändert sich sogar die Farbe. Ist hier ein bisschen wärmer, oder was? Aha. Hier ändert sich wieder die Farbe. Oder wird es einfach nur Nacht? Nee, Quatsch. Ich hab Bullshit. So. Okay. Also hier kommen wir nicht weiter mit dem. Da
eigentlich ein goldenes Schokobo, oder? Bin ich doof? Das ist doch ein goldenes. Eigentlich ein wertvolles Schokobo. So, und hier können wir nicht, weil der kann nicht übers Wasser gehen. Okay. Gut, sieht aber auf jeden Fall so aus, als wenn wir dann später mit einem anderen... Ich glaube, Frau Schafi hat gesagt, anderes Schokobo dann. Kommen wir dann darüber. Ist dieses Vivi? Ist das im Song mit drin? Scheint so, ne? So, warte mal. Wo war denn nochmal unser... Die Richtung. Da ist der Schokobo-Wald, ne? Jetzt muss ich doch mal was gucken. Warte mal. So, lass nochmal reingehen. War das eine Belohnung von ihm hier? Mit Schokobo auf Schatzsuche. Achso, kriegt man jetzt für draußen die Karte oder wie? Oder jetzt noch für hier drinnen? So, loslegen. Muss noch irgendwo eins sein. Wo denn? Da. 30er Tiefe. Wie? Ganz schön tief. Königsdaune gefunden. Erhaltene Punkte 2. Stimmt, hier oben noch eins, ne? Nee? Hä? Um Gottes Willen, wo sind die denn? Nicht mal was in der Nähe? Hä? Aus und vorbei. Aber immerhin eine Phönix-Daune gefunden. Dafür kriegen wir 2 Punkte. Und er sagt einem das, wenn nichts mehr zu finden ist? Okay. Na gut. Oder kann ich jetzt auch rausgehen? Nein, ne? Okay. Wollen wir schon mal ausprobieren hier, wie das alles funktioniert. Aber hier ist doch nichts weiter. Doch hier. Wo denn? Muss hier irgendwo sein. Oh, wo ist das denn? Verdammte Scheiße. Ja. Eine Goldnadel haben wir gefunden. Hier hinten noch was? Nein. Wechselt das eigentlich jedes Mal, wenn man neue Schatzsuche macht? Hier ist doch nichts mehr. Wir sind vorbei. Die normalen Gegenstände kannst du immer finden. Er sagt dir, wenn du alle Einzigarten in dem Wald gefunden hast. Okay. Okay. Also wenn ich eine neue Schatzsuche mache, die Grabungsorte sind zufällig. Das heißt, wenn ich jetzt eine neue Suche mache und suche und habe was gefunden, sagt er mir dann, ob ich, also wenn ich alles gefunden habe, oder kann ich dann trotzdem noch weitersuchen und finde aber dann unter Umständen nichts mehr, weil es nichts mehr da ist. Wie ist das genau? Das wäre jetzt noch ein Punkt. Also, es ist nichts mehr da und er sagt trotzdem nichts. Oder er sagt nur dann nichts, oder er sagt nur dann was, wenn nichts mehr von Wert da ist. Es gibt immer was zu finden. Okay. Na gut. Kam mir gerade nicht so vor, aber gut. Nein. Immer was zu finden, sagte. Ja. So, nochmal ein Gisarkraut. Schnabel ist noch härter geworden. Schnabel Level 2. Ah, okay.
Ach, das kann man dann also auch leveln. Okay. Nur halt keine einzigartigen mehr. Okay. Verstehe. Kerä? Ja. Nochmal ein Gisarkraut. Verdammt. Ah, knapp davor. Okay, immerhin 2 Punkte bekommen. Na gut, okay. Das soll auch reichen. Das soll auch erstmal reichen. So, nichts. Achso, müssen wir rausgehen. Okidoki. Dann lass uns nochmal nach draußen gehen. So. Wir gehen noch dahin, wo wir hin müssen. Lass mich gucken, wo war das? Bei drüben irgendwo, ne? Irgendwo muss hier diese Passage hier sein. Hier war ich ja schon. Das ist dieser Sumpf. Warte mal, Karte. Dahin muss ich, okay. Ist das... Karte? Ist das hier drin gewesen? Ah ja, hier ist das. Okay. So, Krähe. Lass mich mal runter. So, ich möchte noch nicht betreten. Ich möchte einmal speichern. So. Weil wir leider für heute schon zum Ende kommen.